Schönen guten Tag, liebe YouTuber. Was werden wir heute wieder entpacken? Und zwar ein iPad 3, ein Apple iPad 3 in Weiß, also die aktuelle Generation in Weiß mit 4G. Ja. So, fangen wir gleich mal an. Oben äußerliche Verpackung. iPad, iCloud, iPad und das Apple-Logo. Hinten steht drauf, Apple iPad Wi-Fi 4 GB, 16 GB Speicher in Weiß. Nur um es jetzt mal ganz kurz und klar zu machen. Gefilmt wird gerade mit einem iPhone 4S. Um sich mal, und das Apple iPad 3 hat ungefähr die gleiche Qualität der Kamera. Einfach nur, um jetzt mal zu gucken, wie die Qualitätsunterschiede so sind. Beziehungsweise, dann könnt ihr auch schon mal gleich die Qualität live sehen. Da habe ich auch schon Unboxing von gemacht. Also könnt ihr euch mal in meinem Channel durchwursteln. Und mal schauen, wie das Ganze gemacht wird. Oder brauche ich einmal wohl ein Messer zu? Das muss ich mir einmal ganz kurz holen. Wieder. Ich habe es jetzt auch nicht gewusst, dass man dazu noch hier an den Seiten das gekonnt aufschnibbeln kann. So, kommen wir endlich zum Unboxing. Bin ich schon auch sehr gespannt drauf. Wollte ich mir lange Zeit schon kaufen, habe es endlich mal getan. Und zeige euch mal, wie das gute Stück aussieht. So. Wieso geht das denn da jetzt nicht? Da. So, da sieht man auch schon das gute Stück. Und zwar das Produkt, das iPad der dritten Generation in Weiß. Kommen wir direkt mal dazu. Ich will jetzt die Schutzfolie nicht abmachen, einfach um das zu erklären. Klar, man kennt es. So sieht das gute Stück aus, in 4G in Weiß, das iPad 3, iPad 16 GB hier in die Kamera nochmal, wunderschönes Apple-Gerät, sage ich mal. Kommen wir zum Zubehör, was dabei ist. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, weil die technischen, für Tests und so, da bin ich nicht zuständig, ich bin nur fürs Unboxing zuständig. Beziehungsweise mache ich es ja privat, das ist ja mein privater Channel. Deswegen, so, das Stromakku, das Ladeakku, beziehungsweise ist dabei, selbstverständlich. Natürlich auch dabei diese, denke ich mal, ist da die Betriebsanleitung oder so drin. Ja genau, so eine kleine Anleitung fürs iPad. Die Apple-Sticker natürlich auch bei den anderen Geräten dabei. Und hier dieser kleine, wie soll ich das sagen, so ein kleiner Hebel, damit man die Micro-SIM ins iPad reinbekommt, weil das wie gesagt ein 4G-Gerät ist, damit man online surfen kann. Dann natürlich das Kabel, ja, USB-Kabel, Connector-Kabel auch dabei. Ja, und das war's schon. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen, hat mich sehr gefreut und seid gespannt auf meine nächsten Unboxings. Abonniert mich oder gebt mir ein Like oder, ja, wunderbar, vielen Dank.